Wenn du durch deine Stadt fährst, winkst Freunden fröhlich zu. Und du fühlst in dir, du bist ein Teil von hier, du gehörst dazu. Der Sender mit Gefühl, mit Musik und Spaß und Spiel, das ist der Sender für ein tolles Land. Antenne Thüringen. Es ist 15 Uhr. Hier sind die Nachrichten für Thüringen mit Leo Bagnipping. Guten Tag. IG Metall hat Warnstreiks ausgedehnt, Studentenproteste gegen Änderung der Studienbedingungen und deutsche Blauhelme auf dem Heimweg. Frankfurt am Main. Die IG Metall hat heute ihre Warnstreiks ausgedehnt. In Rheinland-Pfalz, Niedersachsen, Bayern, Berlin, Baden-Württemberg und schwerpunktmäßig Nordrhein-Westfalen legten mehrere tausend Beschäftigte die Arbeit nieder. Dennoch sieht die Gewerkschaft Chancen für eine Beilegung des Tarifkonflikts auch ohne harten Arbeitskampf. IG Metall-Vize Riester sagte, seine Gewerkschaft sei zu einer Öffnung der Flächentarifverträge bereit. Damit sollen einzelnen Betrieben Lösungen der Arbeitszeitgestaltung und Kostensenkung ermöglicht werden. Bonn. Deutschlands Studenten wollen eine Verschlechterung ihrer Studienbedingungen nicht hinnehmen. An vielen Hochschulen haben sie heute mit Blockaden, Vorlesungsboykotts und Vollversammlungen gegen die Bonner Sparpläne bei der Ausbildungsförderung protestiert. Die Studenten forderten Bund und Länder auf, die angedrohten Sanktionen wie Zwangsexmatrikulation und Strafgebühren bei Überschreitung der neuen Regelstudienzeiten zurückzunehmen. Ansonsten wollen die Studenten im Sommersemester bundesweit streiken. Belet Uen. Die deutschen Blauhelme in Somalia haben mit dem Abzug aus ihrem Wüstencamp in Belet Uen begonnen. In den nächsten zwei Tagen transportieren etwa 120 Fahrzeuge Ausrüstung und Ersatzteile in die Hauptstadt Mogadischu. Ein Teil der Mannschaft soll nach Belet Uen zurückkehren, um weitere Konvois zusammenzustellen. Andere Soldaten bereiten im Hafen von Mogadischu die Verschiffung nach Mombasa in Kenia vor. 8 Monate nach Beginn der deutschen UNO-Mission treten die Soldaten von dort aus den Heimflug an. Mühlhausen. Im sogenannten Satansmordprozess vor dem Mühlhäuser Landgericht hat die Staatsanwaltschaft für die drei jugendlichen Angeklagten die Höchststrafe von jeweils 10 Jahren beantragt. Die Gymnasiasten im Alter von 17 und 18 Jahren hätten im Frühjahr 1993 ihren Mitschüler Sandro B. gemeinschaftlich, vorsätzlich und heimtückisch erdrosselt. Das sagte Oberstaatsanwalt Jürgen Danielowski am Rande der nicht öffentlichen Verhandlung. Die Aussage der Jugendlichen, Sandro B. sei nach einem Streit aus Versehen getötet worden, sei nicht nachvollziehbar. Köln. Nachdem die großen Warenhauskonzerne bereits am ersten Tag des Winterschlussverkaufs von einem guten Start sprachen, zeigte sich nun auch der Hauptverband des deutschen Einzelhandels zufrieden. Der Beginn sei bundesweit besser gewesen als erwartet, heißt es in einer Mitteilung. Dabei sei die Kundenfrequenz in den neuen Bundesländern noch höher als im Altbundesgebiet gewesen. Soweit die Meldungen, die nächsten Nachrichten in einer halben Stunde. Das Antenne Thüringen-Wetter heute Nachmittag ist es überwiegend niederschlagsfrei. Auch die Sonne lässt sich des Öfteren mal blicken. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 4 im Bergland um 2 Grad. Und die weiteren Aussichten, meist ist es wolkig und es regnet hin und wieder. Im oberen Bergland ist allerdings mit Schnee zu rechnen. Antenne Thüringen Radiodienst auf der 4 Dresden Richtung Eisenach zwischen Nora und Erfurt Ost blockiert ein defekter LKW den rechten Fahrstreifen. Ebenfalls auf 4 Eisenach Richtung Kirchheim zwischen Wommen und Wildeck-Obersul. Vollsperrung wegen Bauarbeiten bis 20 Uhr. Unsere Umleitungsempfehlung, Abfahrt Wommen über die Bundesstraße 400 nach Obersul. A9 von Berlin in Richtung Nürnberg zwischen Hermsdorf und Triptis blockiert ein defekter Bus den rechten Fahrstreifen. 1 Kilometer Stau. Achtung, der Bus steht in einer Kurve. Achtung, Radarkontrollen, wo die Polizei blitzt, erfahren Sie bei uns um 20 nach 3. Radio Café, 3. Stunde. Mein Name ist Christopher Christ. Hallöchen.